Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. Unser Tauchdock ist fertig. Unser Zuhause ist gerettet worden. Es sauft jetzt nicht mehr ab. Ein Wahnsinn. Und jetzt da wäre es schön, wenn wir hier tatsächlich was bauen könnten. Ich habe nur keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe gedacht, da gibt es vielleicht so ein Steuerpult und dass man das dann hier irgendwie bauen kann. Aber ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Mal schauen, Baupläne. Ob ich dafür die mobile Fahrzeugstation brauche, ich dafür nicht, oder? Vielleicht ist ja eine Unterteilung beim Tauchdock. Vielleicht ist da jetzt ja was Eigenes. Ah, wird mir nichts helfen. Ich habe die Rezepte nicht dafür, ne? Ich bräuchte das Rezept für ein Zyklop zum Beispiel. Dann könnte ich es bauen, ne? Fällt mir gerade ein. Was habe ich nicht? Ganz recht, Zyklop. Weil den Krebs kann ich ja oben bauen, ne? Das ist ja bei der mobilen Geschichte. Aber ja, sowas halt wie den Zyklopen, den kann ich noch nicht zusammenschustern, weil mir fehlen ja hier, ne, der Bauplan. Auch hier wäre schön gewesen, noch fertig zu kriegen. Ich habe keine Ahnung, ob das bei der Aurora zu finden ist. Irgendwo in der Umgebung vielleicht. Puh, keine Ahnung. Das wäre aber auch mal interessant, einen Krebs zu basteln. Können wir uns mal anschauen. Da müsste oben der Plan sein. Aber das können wir ja schon. Hier bei dem da. Zack. Sehr was. Wie baut man jetzt eigentlich einen Krebs? Fahrzeuge? Ach du Heilige. Blasstahlbahn, Aerogel, emailliertes Glas, Diamant und Blei. Das ist ja nicht so schlimm, ne? Da ist das, diese Neptun-Stadtplattform ist schon bald besser. Bietet eine stabile Oberfläche, von der die Neptun abheben kann. Da wirkt das aber wesentlich einfacher zu bauen, als wie der Krebs. Plastikstahlbahn. WTF? Kann ich sowas überhaupt? Da muss ich jetzt Dings reinschauen, ne? Warte mal. Da muss ich beim Fabrikator reinklupschen, ob der mir das schon... Heureka! Ob der mir da schon ein Rezept geben kann dafür, was ich für das brauche. Wahrscheinlich, keine Ahnung, 200 Titanbahnen, was weiß ich. Hallo, ich bräuchte da was. Ich muss mal was klupschen. Kannst du mir sagen, wie ich zu dem Drum komme? Titan... Das. Titanbahn und Lithium. Wer hätte das gedacht? Dann hätte man diesen Blastahlbahren. Okay. Es ist eh schon wieder finster. Wer hätte das gedacht? Dum, dum, dum. Hier bräuchte ich noch Glas, also Quarzenhaufen. Lithiumsuche, ja. Oh mein Gott! Ist das alles Lithium? Oh mein Gott, wie komme ich denn da hin? Da ist ja alles voll! Also generell im Berg, also auf dem Berg auch, wie es ausschaut, da kann man ja zu Fuß hin. Das ist super. Wow! Ich werde mir so einen Riegel mitnehmen, glaube ich. Falsches Ding. Hier. Ich werde mir, glaube ich, so einen Riegel mitnehmen, vorsichtshalber. Ein Wasserl haben wir eh, das passt. Dann werde ich mich oben mit der Pflanze vollhauen und dann müsste das funktionieren. Das Titan lasse ich schon mal hier. Das kommt, glaube ich, hier rein. So. Dann zweimal Salz wäre noch gut. Die Batterie, die Energiezelle, die gehört auch weg. Halt. Die werde ich auch hier entsorgen. Eine Batterie habe ich noch. Das müsste reichen. Salz. Ja, ich hau's einmal hier rein. Ist ja wurscht. Hauptsache, wir haben was. Für das hier eigentlich meine Essensding sein sollte, ist ja schon ziemlich viel Klumper drin. Wurscht. So.
Mit der Seemotte fahre ich nicht. Mir ist es viel zu gefährlich, dass ich eventuell wieder auf Grund laufen könnte. So wie mir schon mal passiert ist. So, die Batterie. Soll ich es jetzt für die Lampe hier opfern? Für die Taschenlampe? Wäre besser, ne? Dann opfern wir unsere Batterie dafür. Wir haben eh genug Kupfer. In der Tat. Dum, dum, dum. So, dann hacken wir mal. So, dann essen wir mal. Nom, 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 nom. Passt, sind wir fast gesättigt. Ich glaube zwei noch. Zack. So, jetzt sind wir komplett satt. Und jetzt dann machen wir den Baum noch fertig. So, ich glaube, der wächst aber nicht mehr nach, ne? Das sollte ich vielleicht beim nächsten Mal überdenken. So, dann brauchen wir ein Licht. Und dann probieren wir unser Glück. Man sollte hier normalerweise irgendwie den Berg hoch können. War das da drüben? Oder hier drüben? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich bin so selten hier oben. Ich könnte auch mal hier rein probieren. Einfach die Höhlen hier durchschauen. Das sollte ja auch schon reichen. Dann ist das schon bestätigt, das Lithium und also das generell die Materialien wieder spawnen können. Schaut aus, weil so viel Lithium, das war vorhin noch nicht. Oder der Scanner braucht eine Ewigkeit. Das könnte auch sein. Schau, da ist es schon. Hallo. Hallo, mein Schatz. Ja? Ja, ja. Komm zu Mama. Papa. Wir spielen, glaube ich, einen Mann in dem Fall. Ist ja wurscht. So. Lithium. Lithium. Hier auch. Ah, nein, hier ist nichts. Aber hier drüben. Lithium. Super, haben wir schon vier. Und ich quäle mich da mit der anderen Höhle ab, da bis ich hier so viel. Also ich weiß nicht, ob das Scanner so lange gebraucht hat, was ich nicht glaube. Realistisch wäre es vielleicht. Ein Diamant. Oder ob das ganze Pech war, was weiß ich. Auf jeden Fall, wir steigen hier gerade sehr gut aus, was Lithium betrifft. Und ich bin gewillt, nach Möglichkeit, so viel mitzunehmen, wie ich Platz, wie ich tragen kann. Halt, da ist auch eins. Yippie. Genau, hier geht es wieder nach unten. Da will ich zuerst noch hier oben mich fertig umschauen. Halt, au. Ja, das habe ich schon. Das habe ich kommen sehen. Dass der mich zwickt. Das habe ich schon kommen sehen. Wir könnten aber auch eine Frau sein, tatsächlich. Ja. Die nicht besonders viel Holz vor der Hütte hat und eine Bassstimme hat. Gibt's ja auch. Ist ja wurscht. So. Von, sind wir von da gekommen, glaube ich, ne? Wow. Tue ich mir weh? Nein, Glück gehabt. Das habe ich gewusst, dass das so funktionieren wird. So, langsam umschauen. Nicht zu hastig. Wir wollen ja auf Lithiumsuche gehen. Also, waren wir hier mit der Seemotte drinnen? Ja, ich glaube, ne? So verzweigt ist das Ganze hier. Ich bin so blöd. Ja. Weil mir gerade hier diese beiden Durchgänge extrem bekannt vorkamen. Kommen. Hätte mir nichts gebracht, wenn ich hier rauf geschwommen wäre mit der Motte. Dann wäre ich wahrscheinlich wieder gestrandet. Also hatte ich jetzt im Großen und Ganzen einfach nur richtig Glück. Ich freue mich. So, ich sollte hier nicht allzu lange unten bleiben. Ich wollte nur mal schauen, ganz sachte und vorsichtig, ob es hier noch Lithium gibt, weil wir haben jetzt wie viel? 2, 4, 5 Stück. Das ist gar nicht mal so wenig. Und mit ein bisschen Glück, wenn das wirklich spawnen kann wieder. Ich meine, was viel Besseres kann uns ja eh schon fast nicht passieren. Ich meine, das wäre schon echt krass, ne, wenn du jetzt da abbaust die ganze Zeit und dann wäre wirklich, wird nichts mehr, gar nichts mehr kommen. Titan! Das wäre halt schon, boah. Das wäre echt übel. Da ist unser Titan noch, was ich vorhin weggeschmissen habe. Ich weiß, ich freue mich gerade.
So, und jetzt sollte ich schauen, dass ich Luft kriege. So. Sehr gut. Blub, es lädt wieder. Ja, ja. So, da drüben an der Wand hängt noch was, glaube ich. Ein Lidium. Komm zu Mama. Papa. Zu uns. Gut. Das ist gut. Dann können wir uns jetzt eigentlich... Jetzt haben wir 6 Stück. Platsch. Jetzt haben wir hier 6 Stück. Jetzt können wir uns eigentlich auf den Heimweg trauen. Glaube ich. Würde ich sagen. Ah, sehr gut. Da ist auch schon Licht. Warte mal. Manchmal schauen die Felsen aus, als wenn da was wäre. Das ist voll gemein. So. Dann schalten wir mal... Hoppala. Schalten wir mal die Taschenlampe aus. Nice, nice. Supi, supi. Sehr, sehr gut. Dann würde ich meinen, bauen wir zu Hause weiter aus, ne? So, jetzt brauche ich Material. Also wir haben jetzt, ich muss jetzt dieses eine Drum herstellen. Ah, da war jetzt noch der Titanbahn, der gefehlt hat. Den haben wir aber, glaube ich, noch hier einen. Ja, den nehmen wir mit. Essen tue ich auch gleich, weil ich es kann. So, sehr gut. Nom, 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 nom. Schmatz, schmatz. So, jetzt bin ich gespannt. Ich möchte jetzt das herstellen. Genau. So. Dauert ein bisschen, ja, schon klar. So, was habe ich jetzt noch für ein Krebsel braucht? Ich habe es tatsächlich erfolgreich vergessen. Ich schau mal kurz. Moment. Dann hätte man nämlich schon ein zweites Fahrzeug. So, guten Tag. So, ich möchte... Kurz glubschen. Fahrzeuge, der Krebs. Da brauche ich 2 davon. Ach du Heilige. Na gut. Ah ja, das Aerogel. Emailliertes Glas. Diamant haben wir genug. Blei haben wir genug. Aerogel wäre vielleicht ein Problem. Und das Glas. Also noch so einen Blastahlbahn. Blablastahlbahn. Genau. Jui. Zack. Dann brauche ich nochmal so einen Titanbaren. Kommen Sie zu mir. Danke. So, dann stellen wir den nochmal her. So. 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 Genau, 2. So. Dann brauchen wir... Jetzt muss ich schauen. Hier. Pirscherzahn. Ach du heiliges Emin. Das ist ja unwahrscheinlich sowas. Wir müssen auf die Jagd gehen. Wir müssen Pirscher töten. Mhm. Wir müssen Pirscher töten. Brauche ich. Gibt es noch Überraschungen? Dieses Aerogel. Das ist hier was Chemisches. Gelsack und einen Rubin. Ha. Ich glaube, ich habe tatsächlich einen Rubin und einen Gelsack. Das heißt, ich brauche jeweils nochmal sowas. Pfui. Aha, da haben wir ein Signal. Ja, bitte. Oder hört sich das nur so an? Achso, hier. Das Medikit ist fertig. Mein Gott. So. Pfui. Ja, das heißt... Wir müssen auf die Jagd. Ja, das kann ich sehr gut gebrauchen. Den Blasstall muss ich kurz einmal hier verwahren. Das ist mir viel zu gefährlich, wenn der weg wäre. Auch das Lithium tun wir mal weg. Wenn ich das verliere, weine ich. Ja, ziemlich sicher sogar. Dann die... Sind hier voll nicht drinnen? Nur volle, ne? Hier habe ich 2 leere, oder? Nein, 2 angebrauchte. Werde ich jetzt auch mal wegtun, aus Platzgründen. Auch das Titan bleibt hier. Ja, ich glaube, das ist gut so. Eigentlich kann ich den Seegleiter auch hier lassen.
Soweit ich mit der Seemotte wohin komme, könnte ich die beiden auch hier lassen. Was hat denn hier drin in der Vorratsding Platz? So. Bräuchte ich noch eine Tasche. Dann könnte ich die Sachen hier bunkern. Lol. Also viel geht da nicht rein. Naja. Würde ich sagen, lasse ich das auch hier. Dann habe ich richtig Platz. Die Batterie ist leer. Warte. Die werde ich gleich tauschen gegen eine volle. Nehme ich gleich zwei volle mit. Die leere kommt wieder rüber, weil, wie gesagt, ich habe noch die Hoffnung, dass wir die Batterien aufladen können. Die habe ich jetzt wo? Hier. Dann nehme ich eine so und die leere so. Genau. Ja. Ich glaube, das ist okay. Zur Not, zur Not. Könnte ich noch ein Wasser machen? Machen wir noch ein Wasser zur Not. Dann ist sicher genug. So. Habe ich drei Wasser, einmal was zum Essen. Ich glaube, das ist okay. So. Dann probieren wir unser Glück, ne? Alter Schwede, Bierscher umhauen. Ja, das sollte aber kein Problem sein. Allein bei unserer Rettungskapsel müsste es eine Massenversammlung geben. Also, und so gut wie ich das eine Viech schon getötet habe, grüß Gott, müsste es ja auch möglich sein, dass wir jetzt da einen Pirscher killen können. Also ich fahre mal rüber zu unserer Rettungskapsel. Vielleicht sind da ja ein paar. Auf dem Weg dorthin halte ich Ausschau nach Möglichkeit nach Rubinen. Aber ich glaube, die waren recht tief, ne? Glaube ich. Selten auf alle Fälle. Ja. Hier müssten auch Pirscher sein. Hier ist ja normal seiner Zuhause. Vielleicht erwische ich ja einen. Aber es ist jetzt halt, glaube ich, auch die falsche Tageszeit, ne? So, ich steige mal kurz aus wegen Salz. Und das ist mir auch ein Rätsel. Spezialausrüstung erforderlich. Ich habe keine Ahnung, ob mir das... Mein Laserschneider wird mir da nicht helfen, glaube ich. Das wäre schon etwas komisch. Gibt es hier zufällig... Servus, die Leviathane. Gibt es hier zufällig irgendwo Bierscher? Oder ist das nur eine Insel? Ich glaube, das ist nur eine Insel, ne? Da unten. Ist das einer? Na, das ist wieder so ein Ekelviech. Das ist kein Bierscher. Muss ich echt zur Kapsel schauen. Oh, aber dich könnte ich... Danke. Dich könnte ich mitnehmen. Weil das wird nichts helfen, ne? Na, mit dem kann ich das nicht zerkleinern. Dann steigen wir wieder ein. Okay. Ein Schwarm Bumerangfisch. Ja, das ist wieder dieses Viech. Du bist kein Bierscher, du bringst mir nichts. Weil ich brauche Bierscher. Aber hier könnte auch das Reich der Bierscher sein. Ich weiß noch, dass sie hier bei diesem Seedang-Dingens gern gelebt haben, kommt mir vor. Aha, das sind die Stinkies. Hier, glaube ich, hä? Hier sollten sie irgendwo sein. Könnte aber auch sein, dass sie bei mir zu Hause schon... Ja, sicher spawnen die Dinger wieder, oder? Dass es hier Salz gibt, ist schon ungewöhnlich, oder? Das müsste ich schon längst alles abgeerntet haben. Glaube ich. So. Auch hier sieht die Population wieder sehr gut. Wenn ich bedenke, wir haben hier fast alles weggefressen. Gibt es wieder Blasenfische, Bumerangfische, alles da. Es ist gut, gut, gut.
Ich denke halt auch für den Bierscher ist das jetzt gerade die falsche Tageszeit. Weil die sind immer gern nachts da gewesen, ne? Oder sie wurden bereits von irgendwas anderem ausgerottet. Das wäre nicht schön. Ich glaube, ich bilde mir schon ein, dass es hier im so richtig viele gab. Vielleicht hier drüben. WTF? Es gibt hier Delfine. Hört sich an wie ein Delfin. Macht das der da drüben? Ich denke, ha? Es ist echt kein Bierscher da. Leviathan hört man ganz gut. Da ist einer. Zwei. Drei sogar. Vier. Ja. Gut. Ich versuche mal einen herzulocken. Vielleicht gelingt es mir schon, den zu killen. Hallo. Mistviech. Kuckuck. Bitte nur einer. Nicht 20. Ich probiere mal mein Glück. Wo ist er? Abgehauen. Schlecht. Ja, ist klar, der hat sich jetzt erschrocken, ne? Aber ich mache das mit Licht jetzt absichtlich, dass ich sie blenden kann. In der Hoffnung. Hey! Dass ich den recht gut killen kann. Die sind ja irgendwie total... was soll ich sagen? Die sind ja fast friedlich gerade. Ach, komm her. Ich brauche Pirscherzähne. Ich hoffe, dass ich sie von euch kriege. Halt! Ja, da grummelt ein Leviathan. Hallo? Habe ich sie jetzt alle vertrieben? Vielleicht hätte ich das mit dem Licht doch nicht machen sollen. Ich gehe mal Luft holen. Motti, lass du mich rein? Danke. Ja, lädt. Da tut sich ein bisschen schwer zwischen Wasser und Nichtwasser, glaube ich. Oh, das ist ja einer. Zwei sogar. Hallöchen. Ich hätte gern bitte die Zähne von euch. Zwei wären super. Also wenn es geht, bitte sterben. Er hat ihn gerade voll gestunken. Schon mal passieren, ne? Hallo? Herr Pirscher? Herr und Frau Pirscher, wo sind Sie? Weg. Oh. Hatte ich jetzt Glück? Wo ist mein Messer? Hallo? Wo ist denn hin? Da. Hallo? Wo schwimmt denn jetzt hin? Weg. Ich brauche das Licht. Es ist jetzt wieder ziemlich dunkel, nämlich. Und seht hier nichts. Hallo? Der fühlt sich voll bedroht. Der tut mir gerade voll leid. Hätte ich schon so einen Pirscherzahn? Nee. Das trinken tun wir mal. Das ist mit Arbeit verbunden. Blub, 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 blub. Das ist aber jetzt schon mit Arbeit verbunden.
So, kommen Sie her. Verdammt mich. Da. Autschi. Oh, so viel Damage hat es gar nicht gemacht. Ich bin überrascht. Hoppala. Ich sollte etwas sanfter mit der Kamera umgehen. Kann ich dich auch mal treffen, bitte? Das mit dem Messer ist halt echt nicht so geschickt. Boah, finster ey. Wie schwer verletzt bin ich? Geht, glaube ich, noch. Ich muss zurück zur Motte. Aus Sicherheitsgründen. Ist halt gerade mein einziger Lichtspender hier. Ich glaube, die sind weitergezogen, ne? Ist echt übel. Habe ich schon was? Nein. Ich hoffe, ich erledige die richtigen Viecher. Au! Sind sie verrückt? Was soll denn das? Da vorne sind sie. Hey! Au! So. Ja. Wo ist er? Da drüben, glaube ich. Da ist er wieder weg. Gleich vier auf dem Haufen, wenn du denkst, ne? Schnapp, 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 schnapp. Habe ich irgendwann erwischt? Huch! Da schnappt doch jemand. Ich hätte doch bloß gern eure Zähne. Geht das nicht? Braucht so lange, bis ihr stirbt. Ist er schon wieder weg? Da ist er. Hallo. Ich glaube, es wird hell. Was mich sehr freut... Ich geh mal ein bisschen Luft holen. Ah, da kommt er. Schau. Und zack, zack, zack. Nanu? Ich würde ihn gerne treffen, bitte, wenn es geht. Ja, sehr gut, das wird hell. Das ist sehr gut. Alter Schwede. Meine arme Motte ist wieder irgendwo. Au. Au. Das sollte... Upsa. Ich muss mal was... So. Was, dann kann ich genug Medikits mit. Huch. Das wollte ich auch nicht. Fahre mich einfach mal nebenbei ein paar Korallen. Kein Problem. Der ist jetzt da rein und da raus. Aha. Haha. Hat sich selber eingesperrt. Du Trottel, kann ich hier hoch? Dann könnte ich den jetzt echt schön plätten. Nein. Ich will hier hoch, bitte. Geht das? Kann ich? Jawohl. Na. Ich will den Pirscher killen. Geht das? Ich hoffe. Ich glaube, das war keine gute Idee. Du bist so dumm. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, ich kann ihn so töten. Ich würde schon gern seinen Zahn haben. Ich habe aber keine Ahnung, ob das was bringt, was ich hier tue. Ich hau halt einfach mal drauf. Wahrscheinlich so 20 Jahre später stirbt er mal. Na. Oh, das ist ein Bug und der kriegt jetzt gar keinen Damage. Das wäre natürlich sehr blöd. Alter. Was hält denn der aus? Sind es zwei? Lebst du jetzt echt immer noch? Oder ist er eh schon eigentlich erledigt? Der tut nur so. Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, der ist hin, oder? Huch. Auf jeden Fall Damage kriege ich keinen mehr von dem. Ist das dann falsch, was ich mache? Kriegt man so gar keinen Bierschatzahn? Auf diese Weise? Wahrscheinlich, ne? Das wäre aber jetzt echt schade. Oder der ist wirklich schon erledigt? Hallo, ich habe deinen Kumpel ermordet. Du bist der Nächste, keine Angst. Ja, ja, schwimm doch rein da. Der nächste Opfer. Kein Problem. Passt alles, ist mir recht. Schau dir das an, hat es geschafft, drüber zu hüpfen. Huch. Du schlaues Biest. Das muss ich schon sagen. Schlaues Biest. Ich hätte gern einen Zahn von dir. Einen, der wird mir reichen. Zwei sogar, glaube ich. Gib mir deinen Zahn, du bierscher Mistviech. Au. Ich meine, jetzt knabbert der schon auf Titan herum. Kann ich davon einen Zahn verlieren? Und dann können wir looten. Keine Zahn, dass der jedes Mal hier auf höchste Eigengefahr hier da Viecher killen musst. Könnt ihr das Item nicht einfach verlieren? Können wir nicht besser zusammenarbeiten? Der Part ist auch zu Ende. Bin mir nicht sicher, ob das richtig ist, was ich hier mache. Der ist erledigt, gut. Sind nur noch zwei. Wow. Hoppala. Ich meine, die haben ein ganzes Maul voller Zähne. Kann ja wohl nicht sein, dass ich dann keinen krieg. Oder das ist anders gemeint, aber glaube ich nicht. Schaut ja aus wie ein Zahn. Es lädt schon wieder. Der Part wäre zu Ende. Ich würde sagen, ich beende mal den Part und im nächsten versuchen wir noch die beiden hier zu killen, in der Hoffnung, dass wir einen Bierscherzahn kriegen. Wir bräuchten eigentlich zwei. Aber schauen wir mal. Ihr Lieben, wow. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Das ist auch tot. wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.